In diesem Video möchte ich das Telekom Speedport Pro vorstellen. Das Telekom Speedport Pro positioniert sich als Premium-WLAN-Router der Telekom. Es ist Ende 2018 erschienen und ergänzt das Portfolio des Speedport Smart, dem Einsteiger-WLAN-Router der Telekom, den ich hier auf der anderen Seite stehen habe. Das Speedport Pro kann es von der Leistungsfähigkeit her durchaus mit den aktuellen Testsiegern wie der AVM Fritzbox 7590 aufnehmen, welche Sie bei uns mit einem Neuvertrag ebenfalls günstig mitbestellen können. Seit Ende 2014 bietet die Telekom die Magenta zu Hause Hybrid-Tarife an, die Bündelung aus DSL und LTE für schnelles Internet zu Hause. Das Speedport Pro ersetzt jetzt das damals erschienene Speedport Hybrid und ist noch leistungsfähiger. Das Gerät kann im DSL- und VDSL-Anschluss genutzt werden, inklusive VDSL Super Vectoring mit bis zu 250 Mbit pro Sekunde. Aber auch am Telekom Glasfaseranschluss kann das Speedport Pro genutzt werden. Es hat einen Gigabit WLAN-Router integriert mit höchster Geschwindigkeit inklusive der MIMO, also Multi-Antennen-Technologie. Es hat eine integrierte Telefonanlage und einen Gigabit LAN-Switch für Anschluss von Netzwerkgeräten. Dem Speedport Pro liegt alles bei, was ich für die Inbetriebnahme benötige. Zum einen natürlich das Gerät selbst. Dann ist hier eine Schnellstartanleitung dabei. Ich habe hier ein 10 Meter langes ultraflaches Anschlusskabel, was mit Ihrer Telefondose TRE verbunden wird. Dann habe ich hier ein 1,5 Meter langes Anschlusskabel für ein Glasfasermodem. Hier ist ein 1,5 Meter ultraflaches Netzwerkkabel zum Anschluss zum Beispiel von einem Computer oder einem TV-Receiver. Die Stromversorgung inklusive Netzteil. Und hier ist noch ein TRE-Adapter zum Anschluss herkömmlicher analoge Telefone dabei. Der Router ist ein reines Standgerät, das heißt, er ist nicht für die Wandmontage geeignet, sondern dafür gedacht, ihn auf einen Schreibtisch oder zum Beispiel ein Sideboard im Wohnzimmer zu stellen. Hat gerade den German Design Award 2019 gewonnen im Bereich Computer und Telekommunikation, einfach aufgrund seiner Funktionalität und seines optischen Erscheinungsbildes. Das Speedport Pro ist ein Gigabit WLAN-Router. Es unterstützt die MIMO Multi-Antennen-Technologie. Im Bereich 5 GHz unterstützt es MIMO 8x8 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8600 Mbit pro Sekunde und im 2,4 GHz Bereich unterstützt es mit WLAN N bis zu 1000 Mbit pro Sekunde mit MIMO 4x4. Der Router hat also 12 integrierte WLAN-Antennen, 8 davon im 5 GHz Bereich und 4 im 2,4 GHz Bereich. Die Antennen sind quasi in verschiedene Richtungen ausgerichtet, um so eine optimale Verbreitung des WLAN-Signals am Standort zu ermöglichen. Bei neuen Endgeräten, die die MIMO-Technologie bereits unterstützen, ist es auch möglich, mehrere Datenströme zu bündeln, um so eine besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeit zu erreichen. Seit Juli 2019 ist das Speedport Pro auch meshfähig. Das heißt, wenn trotz der Leistungsfähigkeit des WLAN-Routers das Signal nicht in alle Ecken Ihrer Wohnung oder Hauses hinkommt, zum Beispiel bei Stahlbetondecken, dann können Sie Ihr Netzwerk um bis zu 5 dieser Speedhome Wi-Fi Adapter erweitern. Das ist ein WLAN-Repeater und vergrößert damit einfach die Reichweite Ihrer kabellosen Verbindung. Und durch die Mesh-Fähigkeit erfolgt ein sogenanntes Handover oder eine Übergabe der Datenverbindung. Das heißt, Sie merken nicht, wenn Sie sich umbuchen, wenn Sie sich mit dem Smartphone in Ihrem Haus bewegen und zum Beispiel vom Speedport Pro auf den Speedhome Wi-Fi umgebucht werden, dann läuft Ihre Datenverbindung einfach permanent weiter und Sie merken nichts von diesem Vorgang. Das heißt, Ihr Endgerät sucht sich immer den optimalen Access Point oder die optimale Verbindung zum WLAN. Das Gerät unterstützt sowohl Gäste-WLAN als auch WLAN-to-go. Beim Gäste-WLAN können Sie lokal an Ihrem Standort ein separates WLAN bereitstellen. Und wenn Ihre Gäste das nutzen, haben Sie halt keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Daten im Netzwerk. Und die WLAN-to-go-Funktion, wenn diese aktiviert ist, sind Sie automatisch auch WLAN-to-go-Kunde der Telekom. Das heißt also, Ihr Router stellt die nicht genutzte Bandbreite als separates WLAN bereit für andere WLAN-to-go-Kunden der Telekom. Und Sie selbst, wenn Sie unterwegs sind in Deutschland, zum Beispiel irgendwo im Urlaub, dann können Sie wiederum andere WLAN-to-go-Hotspots selber kostenfrei nutzen. Neben Gigabit WLAN unterstützt das Speedport Pro auch Gigabit LAN, also Netzwerk. Ich habe hier an der Unterseite drei gelbe Buchsen, das sind Gigabit LAN Netzwerkports. Zusätzlich habe ich hier diese blaue Buchse, die ist dafür gedacht, um zum Beispiel ein Glasfasermodem
anzuschließen, was dann ebenfalls Gigabit-Geschwindigkeit unterstützt. Sollte das nicht benötigt werden, zum Beispiel weil das Speedport Pro nur am DSL, VDSL oder Hybridanschluss genutzt wird, dann kann ich im Menü des Speedport Routers auch diese Dose hier als weiteren Gigabit LAN-Port definieren. An der Unterseite des Gerätes befinden sich letztlich alle Anschlüsse, um die Inbetriebnahme vorzunehmen. Ich habe hier an der Außenseite Power, da wird das mitgelieferte Netzteil angeschlossen, um es mit Strom zu versorgen, das Speedport Pro. Daneben habe ich die blaue Buchse und das entsprechende Kabel, um ein Glasfasermodem anzuschließen, wenn ich einen Magenta zu Hause Fiber-Anschluss nutze. Hier außen gibt es die graue Buchse, dazu mitgeliefert das 10 Meter DSL-Anschlusskabel. Das heißt, dieses Kabel wird direkt mit der Telefondose TRE verbunden. Ein DSL-Splitter, wie man es vielleicht von früher noch kennt, ist nicht notwendig für die Inbetriebnahme, sondern es ist ja der splitterlose Magenta zu Hause Anschluss. Und wenn Sie einen Magenta zu Hause Hybrid Anschluss zur Verfügung haben, gibt es hier unten noch den SIM-Karten-Slot. Das heißt, hier wird der DSL mit LTE gebündelt und die SIM-Karte mit der LTE-Verbindung wird hier unten in diesen Slot eingeschoben. Und Besonderheit beim Speedport Pro ist noch zudem, dass auch Telefonie über LTE unterstützt wird. Wenn also der Festnetzanschluss einmal ausfallen sollte, zum Beispiel durch Bauarbeiten, dass auch ein Kabel gekappt wird in Ihrer Nähe, dann können Sie über das Speedport Pro weiterhin telefonieren und surfen und haben somit eine beste Ausfallsicherheit. Das Speedport Pro hat auch eine integrierte Telefonanlage mit mehreren Funktionen. Zum einen können bis zu 5 DECT-Schnurlostelefone verbunden werden, zum Beispiel die Speedphones der Telekom, die dann auch den Eco-Modus unterstützen. Zum anderen können vorhandene Analoggeräte angeschlossen werden. Dafür wird dieses Kabel mitgeliefert, was hier an der orangen Buchse angeschlossen wird. Und dann können an den Adapter 2 Geräte angeschlossen werden, zum Beispiel ein Telefon und ein Faxgerät oder auch 2 Telefone. Wenn Sie eine ISDN-Anlage in Betrieb haben oder auch ISDN-Telefone, die Sie weiter nutzen möchten, ist das ebenfalls möglich dank des internen ISDN S0 am Speedport Pro. Das Gerät ist auch ein Medienserver. Ich habe an der Unterseite einen SD-Karten-Slot. Dort können Micro-SD-Karten von bis zu 2 TB Speicher eingeschoben werden. Da können Sie dann gemeinsam im Netzwerk zugreifen über verschiedene Computer, Laptops etc. Können dort zum Beispiel Fotos speichern und gleichzeitig können auch andere DLNA-fähige Geräte auf diese SD-Karte zugreifen, zum Beispiel Ihr Fernseher. Dann können Sie die Fotos, die Sie dort gespeichert haben, am Fernseher wiedergeben oder auch Filme. Auf der Rückseite gibt es zudem hier noch 2 USB 3.0 Schnittstellen. Diese sind ebenfalls dafür da, um zum Beispiel USB-Speichersticks anzuschließen, um diese Dateien dann im Netzwerk verfügbar zu machen. Alternativ ist es auch möglich, an einem der Ports einen Drucker anzuschließen, um diesen dann gemeinsam im Netzwerk zu nutzen. Das Speedport Pro ist zudem auch zukunftsfähig. An der Rückseite habe ich hier diesen SFP-Modulschacht. Hier können dann später möglicherweise per Firmware-Update entsprechende SFP-Module integriert werden, zum Beispiel um eine höhere Netzwerkbandbreite zu erreichen. Aktuell gibt es ja nur Gigabit-LAN-Anschlüsse an der Unterseite. So wäre es denkbar, dann auch mit einem SFP-Modulschacht Glasfaser-Bandbreiten zu erreichen. Wenn Sie die Funktionen der Rückseite des Speedport nicht benötigen, gibt es auch die Möglichkeit, hier mit einer Abdeckung das Ganze zu verschließen. An der Oberseite des Routers verbirgt sich hier noch eine Klappe, die Sie öffnen können. Und hinter diesem Zettel, den ich hier da mal draufgeklebt habe, sind die Zugangsdaten des Routers aufgedruckt. Das heißt also auch ein QR-Code, um in der DSL-Hilfe-App der Telekom eine direkte Einrichtung vorzunehmen. Und hier gibt es nochmal so ein kleines Booklet, was man rausnehmen kann. Hier sind ebenfalls Geräte, Passwort und WLAN-Passwort aufgedruckt. So, ich möchte nochmal auf die Vorderseite des Speedport Pro eingehen. Ich habe hier unten einmal einen Button mit WLAN, den ich drücken kann. Damit schalte ich das WLAN ein und aus bei Bedarf. Darunter befindet sich eine Plus-Taste zum Anmelden von neuen Geräten, sowohl für WPS-fähige WLAN-Geräte als auch für DECT-Telefone. Wenn ich hier einmal kurz drücke, kann ich in den Anmeldemodus gehen. Hier oben gibt es noch dieses N-Symbol für Near-Field Communication NFC. Das heißt, wenn ich ein Smartphone zum Beispiel habe, was Anmelden per NFC unterstützt, dann brauche ich mein Smartphone nur hier vorhalten und schon wird die WLAN-Verbindung hergestellt.
An der Oberseite hier gibt es noch 5 Leucht-LEDs. Im normalen Betriebszustand leuchtet eine LED grün, dann ist alles in Ordnung mit dem Gerät. Dann gibt es noch verschiedene Modi mit gelben LED, mit 1 bis 4 Leuchten und auch eine rote LED. Das ist in der Anleitung erklärt. Das zeigt Ihnen halt Fehler an, dass irgendwas korrigiert werden muss. Wenn ich die Plus-Taste an der Unterseite für länger als 3 Sekunden gedrückt halte, wird mir hier über die 5 Balken auch die Empfangsstärke des LTE-Signals bei Magenta zu Hause Hybrid-Tarifen angezeigt. Da kann ich also gegebenenfalls den Standort nochmal optimieren, um den bestmöglichen LTE-Empfang zu erreichen. Sollte der Router einmal nicht so funktionieren, wie Sie es erwarten, können Sie ihn entweder über die Benutzeroberfläche im Browser einmal neu starten oder auf der Rückseite gibt es hier diesen Neustart-Button. Wenn Sie die einmal drücken, bis es klickt, dann erfolgt ein Neustart und danach sollte eigentlich alles wieder funktionieren. Aufgrund der Leistungsfähigkeit des SpeedPort Pro ist es auch optimal für Magenta TV, dem Fernsehen der Deutschen Telekom, geeignet. Zum Beispiel hier in Verbindung mit dem Media Receiver MR401. Das heißt, hier werden auch mehrere 4K UAD-Streams unterstützt, also Fernsehen in bester Bild- und Tonqualität. Das SpeedPort Pro gibt es sowohl als Kaufgerät, aber auch im Endgeräte-Service-Paket. Bei der letzten Variante haben Sie den Vorteil, dass Sie letztlich dauerhaften Support haben, die Miete des Gerätes und auch einen dauerhaften Austauschservice. Also wenn das Gerät nach zum Beispiel 36 Monaten kaputt gehen sollte, können Sie es einfach kostenlos tauschen lassen. Sie zahlen nur eine monatliche Gebühr. Alternativ können Sie auch jederzeit das Gerät zurückgeben, wenn zum Beispiel ein Nachfolgemodell erscheinen sollte. Das sind alles so die Vorteile des Endgeräte-Service-Paketes. Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen zum Endgerät, aber auch zu den aktuellen Tarifen und Angeboten der Telekom für Neukunden und Bestandskunden. An unserer eigenen Beratungshotline beraten wir Sie gerne auch unabhängig zu einem Neuvertrag oder zu einem Tarifwechsel oder einer Vertragsverlängerung, zum Beispiel die Erhöhung der Bandbreite an Ihrem Anschluss in Verbindung mit diesem neuen Router. Wie das SpeedPort Pro eingerichtet wird, zeige ich noch gerne in einem separaten Video.